Sünde, die viele Fans hat. Küchenchef Steffen Schwarz soll eine leichtere Variante für uns finden. Wenn man den bei mir im Restaurant bestellt, hat er ungefähr 380 Kilokalorien. Das ist ziemlich viel, aber der ist auch ziemlich gut, ziemlich lecker. Und wenn man es leichter mag, man kann da sicherlich was machen. Man muss dazu die kalorienreichen Produkte rausnehmen und durch andere ersetzen. Hobbyköchin Hanna darf die beiden Strudelvarianten testen. Küchenchef Steffen erklärt auch gleich seinen Ansatz. Wir tauschen einfach die kalorienreichen Lebensmittel aus. Zum Beispiel die Mandeln durch geröstete Haferflocken. Und dann haben wir hier zum Beispiel diese Löffelbiskuit und diese Brösel von dem Weißbrot. Die haben zwar auch sehr viel Kalorien, aber weniger als die Löffelbiskuit mit diesem vielen Zucker. Ne? Und dann das Marzipan durch den Magerquark. Los geht es mit der klassischen Kalorienbombe und einem Teig mit weißem Mehl und Butter. Hanna soll für den späteren Vergleich schließlich wissen, wie der Strudel im Original schmeckt. Für die Füllung kommen Rosinen auf die Äpfel, Marzipan, Mandeln, Zitronenabrieb und zum Schluss etwas Amaretto und fette Creme fraiche. Das Ganze wird gut vermischt. Dann gibt Steffen noch Butter, Zimt und Zucker auf den Teig. Darüber bröselt er mit Hanna die Löffelbiskuit. Sie darf nun mit einem Tuch das Ganze rollen. Dann nur noch Butter drauf und ab in den Ofen. Wie schmeckt das Ergebnis nach 20 Minuten Backzeit und gut 380 Kilokalorien? Schmeckt sehr sinnlich. Die Rosinen stechen sehr raus. Schmeckt sehr gut. Und gut, wenn ich mir jetzt überlege mit 400 Kalorien, naja, ist ein bisschen schwer. Apropos Rosinen, diese werden durch Schwefeln haltbar gemacht. Das klingt schädlich, aber der Arzt entwarnt. Nur bei Patienten mit Schwefelallergien führt dies zu Beschwerden wie Kreislaufstörungen, Kopfschmerzen und anderen Hautsymptomen. Zurück zur Küche. Beim kalorienreduzierten Strudel kommt Vollkornmehl in den Teig. Lässt sich ein bisschen schwerer verarbeiten als der andere. Anstelle der Mandeln kommt nun Mandelaroma zu den Äpfeln. Dazu Zitronenabrieb, Haferflocken und Semmelbrösel. Magerquark und Honig. Dann wieder klassisch rollen. Also wir haben den jetzt hier mit Halbfettmargarine eingestrichen, nicht mit Butter. Für 20 Minuten in den Ofen und dann servieren. Auf dem Teller liegen mit 230 Kilokalorien nun deutlich weniger als beim Original. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Schmeckt sehr vollwertig, sehr frisch. Ist bestimmt auch was für Leute, die sich sehr gesund ernähren. Genau. Und Küchenchef Steffen befreit Hanna gerne von der sündig-schokoladigen Deko.